SIPO bedeutet eigentlich Swiss Ice Hockey Players Union, also ist eigentlich eine Vereinigung. Also wir sind auch als Verein aufgestellt von allen Hockeyspielern von der National League. Ja, eigentlich kann jeder Spieler selber sagen, ob er Mitglied werden in diesem Verein oder nicht. Im Moment sind eigentlich alle Spieler Mitglied. Die einzigen, die jetzt neu in die Liga gekommen sind, dort fehlt noch die Unterschrift. Aber im Normalfall war es jetzt wirklich immer so gewesen, dass alle Spieler dort in diesem Verein dabei sind. Der Austausch eigentlich zwischen vor allem mir und den Delegierten, dort eben vor allem in den letzten paar Monaten, war sehr, sehr rege gewesen, weil es halt auch recht viele Diskussionen gegeben hat mit den ganzen Lohnkürzungen, ja, recht unterschiedlichen, wie die einzelnen Teams mit ihren Spielern umgegangen sind oder was für Vorschläge das gekommen sind. Und dort haben wir natürlich auch bei der Spielerseite gemerkt, die sind auch froh, nur mal, dass jemand den Austausch unter den einzelnen Teams organisiert, dass man auch ein bisschen weiss, was läuft bei den anderen Teams. Die Spieler merken halt eben jetzt mit allem, was jetzt passiert, sei das eigentlich mit der ganzen Corona-Situation, auch jetzt mit der Neuformierung von der National League, ja, dass man eigentlich bis jetzt die Spieler nicht gross integriert hat in den Prozess. Und das hat die Spieler merken auch, ja, wenn ich als Alleinstehende werde ich auch nie wirklich ein Wort können mitreden, sondern eben, es muss irgendwo über eine Vereinigung gehen. Von Spielerseite ist sicher ein Ding, dass sicher die CEOs noch mehr zu bestimmen haben und dort einfach immer so das Gefühl ist, dass halt eben nicht der Sportliche oder der Sporthockey im Vordergrund steht, sondern halt häufig einfach die Businessseite. Und ja, dort entstehen natürlich schnell ein bisschen unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Ansichten. Und ich glaube, es muss beides funktionieren, dass das Produkt Hockey wirklich der Schweizer Eishockey so kann bestehen, wie es jetzt ist, oder sogar noch besser werden. Und ich glaube, eben, wenn nachher natürlich wirklich immer Sachen entschieden werden, wo immer das Gefühl ist, nein, ist nur das Business steht im Vordergrund, dann hast du plötzlich als Spieler so, ja, und wer denkt dann als Schweizer wirklich als Hockey, um das auch weiterzubringen? Am Schluss muss ja irgendwie, damit die Liga gesund ist, müssen ja Teams auch irgendwo profitabel sein. Es kann ja nicht sein, dass irgendwie externe Quellen immer Geld einwerfen und wie was wo. Es darf nicht sein, dass ja, die Löhne überproportional steigen. Und ich glaube, es ist ein Problem, eben, wenn man sieht, wie viele Teams das effektiv Ende Jahr noch einen Gewinn ausweisen, dann ja, muss ich sagen, irgendwo das Verhältnis stimmt nicht. Und ist sicher etwas, wo man muss anschauen und diskutieren. Ja. Das ist auch so ein das, was die Spieler sagen. Ja, aber es ist ja nicht mir, der das Problem gemacht hat mit den zu hohen Löhnen. Es ist ja nicht so, dass die Spieler gesagt haben, ja, wir spielen nicht mehr, wenn wir uns nicht so viel Geld geben. Sondern es ist eigentlich ein Problem, das meiner Meinung nach oder der Spieler Meinung nach von dem Club aus kommt. Wenn der Club sein Budget nicht im Griff hat, dann kann ja der Spieler nicht dafür. Sondern wenn er sagt, du, schau, wenn ich da noch mehr bekomme, wieso soll ich nicht für mehr spielen? Also, man kann sagen, ja, die Auswahl ist zu klein von den Spielern, was auch immer. Und gleichzeitig glaube ich auch, ja, es fällt den Teams halt auch schwierig, einfach zu mal irgendwie sagen, nein, du, das ist zu teuer, das zahlen wir nicht. Und gleichzeitig, eben, dadurch, dass es halt im Schweizer Hockey gut gegangen ist, dass wir immer wieder Sponsoren gefunden haben, oder dass gewisse Teams Mäzene hinten dran haben, oder dass sie wieder neue Einnahmen haben, sei es aus Fernsehgeld oder aus neuen Stadien, dadurch ist eigentlich nie wirklich ein Team so nahe dran gewesen, wo einfach immer sagen, nein, ich kann nicht mehr, sondern irgendwie ist es immer gegangen. Und ich glaube, jetzt mit der Corona-Krise haben dann halt Teams wirklich gemerkt, wie nahe dass sie halt wirklich an dem Ding sind, wo es dann plötzlich einfach nicht mehr geht. Und dass man dort dann irgendwo eine gewisse Marge einbauen will und irgendwo einen gewissen Puffer braucht, dass halt eben auch, wenn es mal wieder eine Krise gibt oder irgendetwas, dass man nicht einfach ja, mit abgeschnittenen Hosen da steht, das sehe ich auch. Und ich glaube, ja, meine Hoffnung wäre natürlich nach wie vor, dass sich das Team selber in den Griff bekommt, wenn sie einfach sagen, du, schau, wir können auch einfach sagen, Nein zu Spielern. Bei den Top-Spielern ist das weniger eine Sorge, die sie haben. Ich glaube, die werden ihre Plätze finden. Aber es ist halt wirklich irgendwo die ja, Drittlinie, Viertlinie-Spieler, die halt in Anführungszeichen einfacher ersetzbar sind. Oder dann halt wirklich irgendwie eben die Jungen, die dann halt einfach sagst, ja, anstatt den Aufwand zu betreiben, um den zu integrieren und vielleicht kann er es und vielleicht nicht, dann holen wir einen Ausländer. Ich glaube, es ist halt wirklich dort, wo ich Gefahren sehe.
Ich glaube, es ist wirklich halt einfach die Spieler, wo jetzt schon irgendwie halt eben keine 100'000 Franken verdienen und irgendwie sagen, eigentlich froh sind, dass sie zwar von ihrem Job leben können, aber auch nicht so ist, dass sie irgendwie können sagen, ich tue jedes Jahr so und so viel auf die Seite. Ja, was ist denn, wenn plötzlich in 2 Jahren der Job nicht mehr da ist? Also eben, entweder in der Swiss League, aber dann nehme ich an, wirst du noch mal weniger verdienen. Also, und gleichzeitig ist es nicht so, dass du jetzt irgendwie noch, weiss nicht, was für Ausbildungen nebendran hast können machen oder irgendwo noch 50% irgendwo sonst Job gemacht hast und kannst sagen, ja, ich steige dann halt dort ein. Also, ich glaube, es sind dann schon halt vor allem die Spieler, die wirklich dort jetzt schon lohnmässig einfach ja, genug Lohn haben, damit sie und ihre Familie genug haben. Und ja, für die ist klar, eben, einerseits verzichten sie jetzt auf Lohn, also haben jetzt schon mal weniger und wissen dann noch, ja, was ist denn je nachdem in 2 Jahren, hat es denn überhaupt noch einen Platz für mich? Und ich glaube, ja, es geht sicher auch darum, eben, dort ein bisschen die schwachen Spieler von denen, die halt wirklich irgendwo es nachher um die Existenz geht, auch irgendwo können schützen und einen Weg finden, um irgendwelche Möglichkeiten zu geben, in 2 Jahren nach wie vor können, vom Hockey leben. Ja, ich glaube, im Moment kannst du schon so sagen, aber wie kommt denn der nächste Spieler, wo ein Topspieler wird? Den muss ich ja in einem Team entwickeln. Und wenn er schon nicht mal die Chance bekommt, in ein Team hineinzukommen, wie will er denn der sein, der nachher eben besser ist als der Ausländer, wenn ihm nicht einmal die Chance gibt? Und wir können nur hoffen, dass irgendwie Spieler wie ein Josi oder ein Hijie, die als Junior schon so gut sind, und dann kannst du sagen, ja, der hat ein Freilos. Und dann brauchst du eben auch Spieler, die dann halt irgendwie gut ist im Powerplay. Der fällt nicht bei den Junioren auf, in dem, dass er weiss nicht, wie viel Goal schießt oder irgendwie viel besser ist oder viel stärker als die anderen. Das ist dann vielleicht der, der irgendwie erst irgendwo merkt, einmal, ich bin vielleicht vom Technischen nicht auf dem Level wie ein anderer, ich kann es aber über den Einsatz wegmachen, ich blocke die Schüsse im Boxplay. Und ich glaube, so ein Spieler brauchst du dann eben nachher auch zum erfolgreichen Nazi haben. Und ich mache mir eher Sorgen, zum halt eben so Spieler auch können entwickeln. Oder eben wieder zurück bei den Goalie, wo ein Goalie ist nicht mit 18 auf seinem Top-Level. Ich glaube, dass ein Goalie ist irgendwie mit weiß auch nicht, gegen die 30 auf irgendwie einem Top-Level. Und wenn du aber nicht die Möglichkeit gibst, sich richtig zu entwickeln zwischen 18 und 30, dann wirst du auch nicht mit 30 einen Top-Goalie haben. Und ich glaube, dort sehe ich wirklich einfach Gefahr, dass man halt eben, ja, die Chance zum Entwickeln den Goalie auch nicht mehr gibt oder auch den Spieler nicht mehr gibt, dass dann halt eben wirklich auch Top-Spieler daraus werden. Und das Problem ist halt einfach, in der Schweiz haben wir nicht Tiefe oder so, wie jetzt irgendwie in Skandinavien, wo du dann irgendwie über die Tiefe noch gewisse Dinge wegmachen kannst, sondern bist eigentlich darauf angewiesen, dass du von dieser Breite, die du hast, du möglichst lang, möglichst viel kannst mithalten, in der Hoffnung, dass sich dann eben möglichst viel noch entwickelt, auch wenn es vielleicht mit 18 noch nicht das ultimative Talent sind. Ich meine, ich kann es ja von mir sagen, ich war ja nie in einer Junioren-Nazi gewesen. Und wenn nicht irgendwo mal der andere gesagt hat, Davos, ich gebe jetzt dem Hiller und dem Bäumen eine Chance, ich weiss nicht, wie überhaupt Hockey-Profi geworden wäre. Also weißt, eben darum, ich glaube, vor allem auf der Goalie-Position ist extrem gefährlich, um dort irgendwie, ja, den Teams quasi die Chance geben oder es einfacher machen, um einfach zu sagen, ich setze auf einen Ausländer. Jetzt mit den ganzen politischen Dingen, mit den Subventionen und was auch immer, ich glaube, die Spieler sehen ganz klar, dass das jetzt nicht der Zeitpunkt ist, um da weiss nicht was machen. Ich glaube, man hofft wirklich, dass man dort, dass die Teams über die Fonds perdu Beiträge geholfen werden, dass die Spieler können den Teams helfen und dass die Teams auch fortbestehen können. Gleichzeitig hofft man, dass glaube auch die Clubs auch an das denken, dass die Spieler eben in der schwierigen Zeit auch zu den Teams gehabt hat und man dann nicht einfach sagt, du, schau, jetzt geht es wieder gut, jetzt geht es wieder vorwärts und jetzt lassen wir euch wieder auf der Seite. Ich sage immer, ich weiss auch nicht, das Schweizer Hockey als Produkt, weiss nicht, 90-95% funktioniert so, wie es jetzt ist. Und ich sehe eigentlich eher, wir müssen schauen, wie können wir die anderen 5% noch verbessern. Und jetzt mache ich mir einfach Sorgen, weil ich habe das Gefühl, ja, man tut jetzt einfach mal alles zertrümmern und hofft, dass mit dem Neuen, das man aufbaut, dass man dann eben über diesen 95% ist. Nur eben befürchte ich halt wirklich, dass die Chance, dass das so funktioniert, dass man dann irgendwie 96, 97 oder was auch immer Prozent ist, ja, ich befürchte, dass das nicht einfach so wird funktionieren, respektive auch wieder wird Zeit brauchen. Und darum, ich glaube, es ist nicht das Schweizer Hockey-Produkt,
wo alles falsch läuft und sagst, ja, jetzt musst du eh mal alles abreißen und neu anfangen. Sondern meine Meinung nach wäre eher, um quasi das gute Produkt probieren, noch die einzelnen Sachen noch zu verbessern. Und eben durch das, dass es halt wirklich fast eine Revolution ist und nicht eine Evolution, mache ich mir halt eben auch ein bisschen Sorgen, dass es dann halt eben ja, nachher plötzlich eben schlechter ist, als es jetzt ist. Auch für die Spieler natürlich. Von allen Seiten. Ich meine, von den Spielern sagt das einerseits ja, sicher das Lohnniveau, aber das ist das eine, aber auch das andere von den Möglichkeiten haben. Von den Schweizer Nazis sagt das auf internationalem Level, sagt das für Spieler, die den Sprung schaffen in die NHL. Ich glaube, es hängen extrem viele Sachen davon ab und es ist einfach schon ein extrem sensibles System auch, wo ich einfach Angst habe, dass man es auch relativ schnell kann zerstören und wieder ewig lange brauchen, um wieder aufzubauen.